Prinzessin Märtha Luise, Hochzeit mit wird 2023 nicht stattfinden. Es ist eine Romanze mit Hindernissen. Prinzessin Märtha Luise, 51, und Durek Ferit, 48, sind seit 2019 offiziell ein Paar. Seitdem reißen die Schlagzeilen über die norwegische Königstochter und den Schamanen nicht ab. Ihre Liebe wird nicht von allen mit Wohlwollen betrachtet. Rassismus und Argwohn ob ihres gemeinsamen spirituellen Geschäftsmodells machen den gemeinsamen Weg holprig. Doch das Paar lässt sich nicht beirren. Am 7. Juni 2022 gab es seine Verlobung bekannt. Ein Happy End scheint in Sicht. Doch nun tritt die Royal auf die erwartungsfrohe Bremse. Eine Hochzeit steht nämlich noch in den Sternen, zumindest für dieses Jahr. Märtha Luise bestätigte im Interview mit Billet Bladet, dass für 2023 keine Trauung geplant sei. Ich bin ein sehr pragmatischer Mensch. Also kommt es, wenn es kommt, erklärt sie gelassen, sie lebe im Hier und Jetzt. Überwinde, wie beim Springreiten, Hindernis für Hindernis, wir wissen nicht, wo oder wann wir heiraten werden, verrät sie der Illustrierten, und fügt mit Nachdruck hinzu, ich weiß nichts. Das Paar, das um den Jahreswechsel 2018-2019 ein Liebespaar wurde, sei trotz der Distanz immer noch verliebt, wir sorgen dafür, dass es durch Kommunikation funktioniert. Sie seien erst gute Freunde, dann ein Paar gewesen und hatten so von Beginn an eine gute Kommunikation. Sie konzentriere sich aktuell weiterhin auf ihre Kinder, ihre Arbeit und natürlich die Liebe zu Durek. Cleo zu Oettingen-Spielberg, 35, ist im Babyglück. Gemeinsam mit Ehemann Franz Albrecht Erbprinz zu Oettingen-Spielberg, 40, erwartet die Schauspielerin erneut Nachwuchs. Die freudigen Neuigkeiten verkündet sie in der Vogel und zeigt dabei auch gleich ihren wachsenden Babybauch. Der lässt sich nun auch nicht mehr verstecken. Ich finde auch, dass man die Schwangerschaft zelebrieren kann, ohne 9 Monate lang mit einem Crop-Top herumzulaufen, wie es gerade Mode ist. Aber da ist jeder natürlich frei, sich so zu zeigen und zu machen, wie er Lust hat, erklärt sie im Interview. Ich habe es meinen engen Freunden und der Familie erzählt, aber fand es nicht notwendig, es von Anfang an mit der Welt zu teilen, so die 35-Jährige, die bereits 2 Kinder hat. Mathilda Galilea und Louis Albrecht freuen sich natürlich auch schon riesig auf ihr Geschwisterchen. Ich empfinde es als großes Glück und bin im Vergleich viel entspannter als bei den anderen Schwangerschaften. Und auch meine Kinder platzen vor Vorfreude. Etwas länger als eine Woche müssen Prinzessin Estelle, 10, und Prinz Oscar, 6, momentan auf ihre Eltern verzichten. Prinzessin Victoria, 45, und Prinz Daniel, 49, sind vom 13. bis einschließlich 18. Februar 2023 auf royaler Mission in Australien und Neuseeland unterwegs. Das sei immer schwer, gestand Victoria am dritten Tag dieser Fernreise. Die Sehnsucht der Eltern nach ihren Lieblingen ist groß. Doch nach Sentimentalitäten dieser Art scheint ihren beiden Sprösslingen nicht unbedingt der Sinn zu stehen. Sie haben ein weitaus dringlicheres Anliegen an die weitgereisten Eltern. Sie haben ihre Tage, die wie immer ablaufen, man weiß, dass es ihnen gut geht, erklärte die Thronfolgerin nun die vermeintliche Abgebrühtheit ihrer Minis. Trotz des vollen Programms und eines Zeitunterschiedes von 10 Stunden versuchten sie und ihr Mann, Estelle und Oscar per Videochat zu kontaktieren, wenn man dazu kommt, am Morgen des 15. Februar, das Paar besichtigte das Opernhaus von Sydney, berichtete Victoria, die Kinder seien auf jeden Fall eifersüchtig darauf, dass ihre Eltern eine so schöne Reise machen und so viel erleben dürften, sie fragen, antwortete die 45-Jährige auf die Frage eines Reporters, ob ihre Kinder bei der nächsten Reise mitkommen dürften. Bereits am ersten Tag ihrer Reise, dem 13. Februar, hatte die Tochter von König Carl Gustav, 76, in einer Rede erklärt,
dass Estelle und Oscar mit Spannung auf Neuigkeiten über, neben anderen faszinierenden Dingen, australische Koalas und Kängurus warten. Ein Wissensdurst, der vielleicht bald endlich einmal gestillt wird. Camille Gottlieb, 24, das jüngste Kind von Prinzessin Stephanie von Monaco. 58, hat passend zum Valentinstag auf Instagram ein süßes Foto mit ihrem Freund gepostet. Happy Löffde schreibt sie zu dem Bild, auf dem ihre und die Hand ihres Partners zu sehen sind. Sie versieht das Bild zudem mit einem Herz-Emoji, das zeigt, wie verliebt sie aktuell ist. Auf einem weiteren Schnappschuss in ihrer Instagram-Story ist ein Strauß rote Rosen zu sehen, die sie offensichtlich zum Tag der Verliebten geschenkt bekommen hat. Schon im vergangenen Jahr plauderte die Nichte von Fürst Albert, 64, bei einer Instagram-Frage-Antwort-Runde aus dem Nähkästchen und gestarnt, ja, es gibt jemanden in meinem Leben. Ein Mann, der es schafft, mich zu unterstützen. Die Identität ihres Liebsten möchte die Monegassin aber schützen. Wir behalten es lieber für uns, erklärte sie ihren Fans, meinte aber, aktuell sehr glücklich zu sein. Noch vor einem Jahr erlebte Viktoria Romanovna Betterini, 40, vermutlich einen romantischen Abend mit ihrem Liebsten Georgi Michailowitsch Romanov. 41. Nur 12 Monate später hat der Valentinstag für das Paar eine völlig andere Note bekommen. Mit am Tisch sitzt jetzt nämlich ihr gemeinsamer Sohn Alexander, der am 21. Oktober 2022 das Licht der Welt erblickte. Ein ungewöhnliches Valentinsdinner, kommentiert die stolze Mama ein gemeinsames Foto mit ihrem zauberhaften Sprössling, auf dem sie ihm das Fläschchen gibt. Der Kleine scheint die ungeteilte Aufmerksamkeit in vollen Zügen zu genießen und blickt beim exquisiten Milchsnack mit großen Augen in die auf ihn gerichtete Kamera. Entzückende Erinnerungen am Tag der Liebenden, die in den Herzen seiner Eltern vermutlich bis an ihr Lebensende einen besonderen Platz innehaben werden. Bei König Carl Gustav von Schweden, 76, muss in der kommenden Woche ein Eingriff am Herzen durchgeführt werden. Das gibt der Palast am Dienstagvormittag, 14. Februar 2023, in einer offiziellen Pressemitteilung bekannt. Auf Anraten des Chirurgen seiner Majestät wird der König am Montag, 20. Februar 2023, einen chirurgischen Eingriff vornehmen, bei dem die Titanloch-Technologie in der Herzgegend angewendet wird, erklärt der Hof in seiner Mitteilung. Und weiter, nach dem Eingriff wird eine Ruhepause empfohlen. Dies bedeutet, dass die für den 20. Februar und 3. März geplanten Auftritte des Königs auf einen späteren Zeitpunkt im Frühjahr verschoben werden. Es wurde noch nicht bekannt gegeben, was genau gemacht wird und warum. Der Palast betont, dass es Karl Gustav gut gehen würde und sein offizielles Programm bis zum Tag der Operation wie geplant durchgeführt werde. Seit August 2020, kurz nachdem die spanische Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen ihn einleitete, lebt Ex-König Juan Carlos von Spanien, 85, in Abu Dhabi im Exil. Im März 2022 bestätigte er, dauerhaft in Abu Dhabi leben zu wollen. Werde aber häufig nach Spanien reisen, wie El País unter Berufung auf einen Brief von Juan Carlos an seinen Sohn Felipe berichtete. Ihm folgen soll jetzt womöglich auch Skandalenkel Felipe Juan Fräulein de Todos Los Santos de Marichalar Y. Borbón, 24, kurz Fräulein. Nach Angaben der spanischen Zeitung Hola, wurde Fräulein am 10. Februar 2023 am Flughafen von Madrid gesichtet. Angeblich soll er seinen Großvater Juan Carlos in der Hauptstadt der Vereinigten Arabischen Emirate besuchen. Ist das ein Beweis für die Umzugsgerüchte? Noch ist nicht bestätigt, dass Fräulein wirklich Kurs auf Abu Dhabi genommen hat. Das Land kennt er jedoch bereits von mehreren Besuchen bei seinem Großvater. Vanitatis geht davon aus, dass der 24-Jährige sein Studium dort fortsetzen und sein zukünftiges Berufsleben gestalten wolle. Womöglich, um sich von der spanischen Presse zu distanzieren?
Denn in seinem Heimatland sorgte der Sohn von Infantin Elena 59, in den vergangenen Monaten mit illegalen Partys oder einer angeblichen Verwicklung in eine Massenschlägerei für Negativschlagzeilen. Sie haben News verpasst, die Royal News der letzten Woche lesen Sie hier. Verwendete Quellen, Kungahusetsee, Elpais.com, Hola.com, Vanitatis El Confidencial.com, Instagram.com, Dana Press, Vorgüde, Billetbladet.dk. Că poate fac doar lucruri care-mi plac. Poate nu mă îmbrac la costum, poate nu spun minciuni. Sunt liber să fiu stăpân pe ce fac și ce spun, știi? Nimic nu mai e la fel. Copilăria s-a maturizat sever.